Willkommen Leute zu einem neuen Video, Leute. Heute sind wir mal wieder in unserer coolen Welt und mit dabei ist der Thomas, mein Bruder. Genau, Leute, ich bin am Start, Tom mit Minecraft hier. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Also Leute, heute gibt's mal passend zu Thomas, der übrigens jetzt auch einen Minecraft-Kanal hat, also meinem Bruder, einen Lebenszyklus von ihm, also der Schildkröten-Lebenszyklus. Schaut auch auf seinen Kanal vorbei, da haben wir auch ein Video aufgenommen. Abonniert ihn, Link in der Beschreibung und ganz viel Spaß beim Video. Genau. So, da sind wir hier in unserem wunderschönen Haus, Leute. Ein neuer Tag ist angebrochen. Wir haben heute jede Menge zu tun. Ich hatte heute vor, ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Ihr seht, Leute, ich habe nicht mehr wirklich viel in der Kiste. Und da dachte ich mir, okay, ich mache mich mal auf die Jagd. Und meine Frau ist gerade auch nicht zu Hause. Und die ganzen Gäste sind auch schon aus dem Haus heraus. Denn das hier ist auch eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Hotel hier in der wunderschönen Stadt. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Ich habe dort hinten gehört, sollen ein paar sehr interessante Tiere sein. So, Hasen, was ist denn das da? Okay, irgendein Insekt. Das war's dann wohl mit dem Insekt. Also, wir gehen da hinten mal auf die Jagd und schauen, ob wir irgendwas Interessantes finden. Da ist sogar ein Zebra, sehe ich gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht auf jeden Fall. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingstier ist in Minecraft. Und... Was ist denn das? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Das ist eine Schildkröte? Das ist eine echt kleine Schildkröte. Die sieht ein bisschen verzweifelt aus. Hallo? Wer Hallo? Ist da? Ich bin Pat. Und du? Hallo? Du bist eine Schildkröte. Ich tue dir nichts. Alles gut. Kannst hier hinkommen. Oh, ich dachte, du willst mich angreifen. Nein. Oder doch? Nein, ey, Spaß. Alles gut. Also, du kannst... Freunde. Darf ich mal wissen, was du hier machst und wie du heißt? Ja, ich bin hier Tomic Minecraft. Ist doch klar, wer ich bin. Wer bist du denn und aus welcher Welt kommst du? Ich bin aus der ganz normalen Welt hier. Bist du hier schon lange? Ja, das Wetter ist so heiß. Da wollte ich ein bisschen Abkühlung. Eine Abkühlung finden, ne? Kann man ja sagen. Ja, genau, so als Turtle passt das doch ganz gut, oder? Ja, als Schildkröte kann man das sein. Du bist aber irgendwie eine ziemlich komische Schildkröte. Die hängt auch ein bisschen Sabber am Mund heraus, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Komm einfach das mal Wasser. Mit. Und du hast mich ein bisschen überrascht. Hast du denn zu Hause oder ist das hier dein Zuhause? Das habe ich vergessen. Vergessen. Naja, gut. Ja. Dann komm einfach mal mit. Ich habe ein cooles Haus. Ich habe auch Platz in meinem Haus. Ich habe momentan keine Kunden mehr in meinem Haus und dementsprechend bist du herzlich eingeladen. Hast du Hunger? Wie sieht's aber, aus? Aber du bist keine Schlachterei, oder? Nein, ach, um Gottes Willen, Mensch. Okay. Alles gut. Ich hatte schon Angst, weil letztens kam genau so ein Typ wie du vorbei. Ach, was? Nein, und der war echt nicht nett. Nein, ich bin nett. Ich bin alles, okay, alles gut. Okay. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Mensch. Also, ja. Das ist das kleine, bescheidene Dorf hier. Nennt oh, das sich war ja Main Town. Nicht weit weg hier. Nee, das ist ganz nebenan. Nennt sich hier Main Town. Also nicht Main Town, sondern Main, wie die Minecraft. Und ja, das hier hinten rechts ist mein nettes Häuschen. Wie gefällt's dir? Boah, du musst ja echt viel Geld haben. Ja, ich bin ab und zu mal also, auf der Jagd und dann ein paar Diamanten verkauft. Echt? Ja, genau. Komm mal mit. Hast du Hunger? Wie sieht's aus? Hunger? Ja. Sehr gerne was essen. Dann komm mal mit rein hier, rein. Okay, ich komm hier rein. Das ist mein Häuschen hier, genau. Dann warte mal ganz kurz. Ich hab hier was für dich zum Anziehen. Du läufst ja die ganze Zeit nackig rum, gefällt mir jetzt nicht so ganz, ne? Tut mir leid, also bitte. Ich bin auch nur ein Lebewesen. Ja, dann zieh dich mal bitte an. Und genau dein Essen hier. Ich habe ein bisschen was zu essen für dich. Kannst du dir nehmen, wann du möchtest. Oh, siehst du schon viel, viel besser aus, Mensch. Echt? Hör mal, ja. Dankeschön. Siehst du schon viel besser aus. Ja, komm mal hoch. Ich zeig dir dann mal deinen Schlafplatz hier. Du kannst das Bett da hinten haben. Hier, das hier. Ist frisch ja, bezogen. Genau, das da. Passend zu deiner Rüstung, mehr oder weniger. Genau. Schlecht. Dann leg dich mal hin, ne? Ich werde dann, wie soll ich sagen, nachher nochmal kommen. Und wir sehen uns dann später, ne? Ja, dann sage ich dir morgen die Stadt. Ciao. So, ich denke mal, ich kann den lieben Tomek jetzt wecken. Der sollte jetzt auch mal langsam auf den Füßen sein. Hallo! Aufstehen! Was willst du? Aufstehen! Wow! Aufstehen! Wow! Genau. Ey, heute ist Arbeit an. Das war definitiv unsanft. Was? Was soll das? Ich dachte, du willst mich hier schlachten jetzt. Nein, komm mal mit, mein Freundchen. Weißt du was? Du wirst jetzt sagen, warte, was hast du denn eigentlich für eine Binde an? Was ist denn das? Ninja Turtle? Ja, ich war... Hast du dich umgezogen? Nee, ich war nicht nur in dem Wasser da hinten.
Ach so, okay. Ich war auch an einem verseuchten Ort. Ja, man merkt es. Komm mal mit. Also, wenn du schon ein Ninja bist, dann möchte ich mal sehen, was du so drauf hast. Ne? Komm echt? Mal hier. Ja, komm mal mit runter. Wie, ich bin Ninja. Komm mal mit. Ja, du hast dich doch hier als Ninja betitelt. Komm mal mit. Also, ne? Wir haben jetzt hier unsere wunderschöne Stadt, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Klar. Und, die weiß ich noch, aber. Ich muss kurz was anmerken. Ich hatte einen Albtraum. Und was war das für ein Albtraum? Dass mich jemand entführt namens Crafting Pad. Und jetzt sehe ich gerade, du bist Crafting Pad. Alter Oga! Siehst du? Das ist die Rache. Okay, du bist dann offensichtlich schon mal das erste Mal durchgefallen. Das war nämlich eigentlich nur ein Test und ich wollte schauen, ob du was machst, wenn ich in einer Notfallsituation bin. So kann man sich also auf dich verlassen, ne? Merke ich mir auf jeden Fall. Hallo? Kannst du aufhören, mich anderen zu treten? Ja, genau. Also, ne, wir fangen jetzt mal ganz kurz klein an. Hier, Moment. So, wir haben jetzt hier, etwas Holz. Zack. Ich habe diese Kraft. Nein, ich merke nichts. Ah. Okay. So, und jetzt haben wir hier ein Holzschwert, ne, das schenke ich dir jetzt mal. Offensichtlich hast du ja nichts, so. Und damit Excalibur. Hast du wahrscheinlich... Nein, es ist nicht Excalibur, aber ich möchte jetzt mal sehen, was du so drauf hast, ne? Komm was mal mit. Was ich drauf habe? Genau, du kommst jetzt mal mit und du greifst jetzt mir mal ein paar Tiere an. Ich möchte mir das einfach mal anschauen, was du so drauf hast. Hast du deine Rüstung mitgenommen? Klar doch, hallo, klar du hast doch mir die extra gegeben. Ja, siehst du? Das ist ja nett von mir, ne? Da ist er auch schon ausgerüstet. Jetzt sehe ich echt brutal aus. Du siehst total brutal aus. Jetzt komm mal mit. Findest also, du? Ich möchte Dankeschön. Mal sehen, was du drauf hast, Mensch. So. Okay, komm. Ja? Das hier? Das, nimm das Zebra, genau. Okay. Komm, so. Zebra. Komm, eins gegen eins. Ja, dann fangen wir an. Ah, Attacke. Ah. Oh. Das geht in den Angriff. Und? Okay, das ist schon mal das erste gut. Du bist gar nicht mal so schlecht. Ich dachte, du bist schlechter, muss ich zugeben, aber gut. Wie? Ja, hallo? Ist ja jetzt auch egal, ne? Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wo ich. Guck mal hier, willst du mal was sehen? Ich kann dir was zeigen. Du siehst ja. Ey! Wer hat gesagt, ich bin schlecht? Ja, das reicht dann auch mal. Ich wollte nämlich eine Sache ganz kurz zeigen. Ja? Siehst du das hier? Moment. Ey! Angreifen! Schnell, über dir! Jetzt, greif an! Ja, ich versuch's. Komm. Ja, komm, gib alles. Komm. Also ich dachte, du bist besser, Mensch. Ey, hallo, Vogel. Ja, jetzt hast du ihn schon, jetzt weg, lieber Thomas. Ja. Wir sind jetzt hier in der Stadt und ich hab dir ja gerade was gezeigt, ne? Genau. Guck mal hier. Hier, siehst du das? Ja. Das ist ein Diamantschwert. Das macht hab ich eingesammelt. So, du gibst mir das wieder. Hä? Echt? Das ist mein... Nein. So funktioniert das hier nicht. Du musst von dem Meister lernen und nicht andersherum, okay? Ja. Ja, ich weiß, das zeigt auch nur, wie gut du bist, aber eine Fackel ist kein Diamantschwert. So, komm mal mit. Wir gehen mal ganz kurz hier nochmal nach Hause. Ich muss mich nämlich abholen, da du ja der Meinung warst, mich nicht vor dem Ogre zu retten. Ich habe jetzt kein Essen mehr. Na, klasse. Hast du noch was zu essen? Ich hab ein Chicken, hier. Bitteschön. Und Chicken, nice. Okay, sehr lecker. Ey, ich brauche aber auch was zu essen. Fällt mir gerade an. Nee, warte mal. Du hast mir ja was gegeben. Ich hab dir noch was gegeben, genau. Das ist ja praktisch. Dann gib an mir alles ein bisschen, gedacht, der nette Herr. Dann gib mir noch mal ein bisschen ab. Hä, echt? Ja, noch ein bisschen. Das schmeckt aber so lecker. Ja, ich hab auch Hunger. Jetzt nicht so alles für dich. Okay. Ja. Ja? Bitteschön. Danke. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung. Ich habe da nämlich damals mein Diamantschwert abgeholt und eine Diamantrüstung. Und ich kann dir mal ganz genau zeigen, wo das war. Hier einmal außen herum. Auch ganz cooles Weizenfeld. Ja. Und so, ist jetzt, das dein Weizenfeld? Nee, es ist nicht mein Weizenfeld, aber du hörst wahrscheinlich... Das von deinen Nachbarn? Nein, auch nicht von meinen Nachbarn. Warte, wir müssen einmal hier hoch. Moment, zack. So, und da siehst du die Spinne. Ist halt greif sie an. Genau. Perfekt. Down ist sie. Ich habe meinen Schwert damals hier abgeholt beim... Moment. Ja. Hier, genau. Hier war nämlich damals der Schmied. Moment, siehst du es hier? Ey, ich höre ein Monster. Oh mein Gott, greif an. Komm, wow. Schaffst du es. Wow. Okay. Ey, das war ein Mini. Auf jeden Fall. So, hier habe ich damals mein Schwert bekommen und hier habe ich auch meine Rüstung bekommen. Okay. Und weißt du, was du hier bekommst? Nö. Du bekommst hier auch deine Rüstung. Oh yeah. Oh, meine erste geile Rüstung. Zieh sie an. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt zieh sie an. So, ja. Und okay. Angezogen.
Siehst du ja gar nicht mal so verkehrt aus. Ich hab nicht geguckt jetzt gerade. Nein, nein, ich hab weggeschaut. Okay, okay. Also, wir werden es jetzt Folgendes machen. Du musst dich nämlich auf morgen vorbereiten. Morgen gibt's nämlich eine, ich sag jetzt mal, spezielle Veranstaltung. Und für diese spezielle Veranstaltung musst du fit sein. Ja. So, du kommst jetzt hier mit, ne? Komm mal mit. Ja. Obwohl, du kennst deinen Schlafplatz. Ich brauchte dir da gar nicht so viel zu erzählen, ne? Nö. Dann geh mal dahin und wir treffen uns dann nachher, ne? Gute Nacht. Dann, oder guten Tag. Viel Spaß. Ich weiß ja nicht, was du noch vorhast. Ja, wirst du schon sehen. So, Leute, was er nicht weiß, ich bin eigentlich der Herr im Lande. Man sieht es an meiner Krone. Und jetzt wird er sehen, was er davon hat, sich einfach das Recht zu nehmen, hier als Schildkröte rumzulaufen und alle Leute zu manipulieren. Er wird schon sehen, was er davon hat. Und er wird sich in einem Kampf beweisen müssen. So, wir gehen mal ganz kurz hoch. Und er weiß noch gar nichts davon. So. Hallihallöchen, Hallihallöchen. Wer ist er? Was ist das denn? Ich bin bereit, komm. Von wo hast du denn die Krone? Hä, ich bin bereit für einen Kampf. Ich musste mich noch vorbereiten. Welchen Kampf? Kampf? Du hast gesagt... Nee, Krampf. Ich hab gesagt, du hast einen Krampf gehabt. Deswegen sollst du dich hinlegen, Mensch. Ach so. Ja, genau. Leg dich hin. Aber komm mal mit. Wir können ja trotzdem Kampf haben jetzt, wo du es möchtest. Ich war schon richtig bereit. Ich bin schon viel früher aufgestanden. Jetzt ich habe mir diese Krone von dir angezogen. Die habe ich unten gefunden. Das finde ich auch überhaupt nicht okay. Und genau aus dem Grund... Und hab mich ausgerüstet. Ich habe mit dem Schwert geschlafen. In mein Town ist, wenn eine andere Person einfach die Krone wegnimmt von mir, dem König, das ist... Wie soll man sagen? Respektlos. Wirklich respektlos. Deswegen, du ziehst jetzt deine Rüstung an. So, zieh sie an. Ich will aber nicht. Doch, du ziehst sie jetzt an. Nein, jetzt werde ich geschlachtet. Und jetzt, werden wir mal gucken, wer der wahre König hier im Lande ist, ne? Wegrennen, kannst du ruhig, kannst versuchen, aber ich werde dich eh bekommen. Ja, wenn du das weißt. Also, wir werden jetzt hier austragen, wer der König ist und wer nicht. Okay? Okay. So, dann mach dich auf deine letzte Stunde gefasst. 3, 2, 1... Ding, 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 ding. So, Kollege, das war's. So, jetzt hol ich dich aber. Du holst mich hier nicht. Du holst mich hier nicht, Kollege. Oh. Ich zeig dir, wer der richtige König hier im Lande ist. Ey, ich bin doch noch jung. Du bist jung, genau. Du warst jung, du hättest dir nicht die Krone wegnehmen dürfen. Wie, die Krone? Ja, die Krone. Ich war das nicht. Du hast dir die Nacht aufgesetzt. Doch, du hast die Krone einfach genommen. Ich sterbe auch gleich. Hallo? Ja? Ja. So, das war's dann wohl, kleine Schildkröte. Hier darf nur eine Person die Krone tragen und das bin ich. Genau. So, ich wollte dich gar nicht schlachten, aber jetzt bist du selbst schuld. Von daher, werde ich wohl wieder auf meinen Thron gehen und übers Land herrschen. Denn hier gibt es nur einen König und das bin ich. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, abonniert den Kanal von Thomas. Der Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis morgen und ciao. Ciao. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.